Freunde und herzlich willkommen hier in der Werkstatt in Kradwerk. Ja, es ist lange her, dass ein Video hier aus der Werkstatt kam und es ist noch länger her, dass wir an der Virago weitergearbeitet haben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mit dem Zusammenbau von dem Projekt angefangen. Und der ein oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht fragen, hat der Typ nicht vor kurzem erst erzählt, der will da drüben den Raum fertig renovieren, damit er da die Virago zusammenbauen kann. Ja, hat der Typ erzählt? So war auch der Plan, aber nicht so beständig wie die Lageänderung. Hier drüben hat sich ein bisschen was getan, es gab wieder Platz und auf der anderen Seite verzögert sich das bei dem Raum noch ein bisschen. Er ist fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Zugangstür und die ist halt noch nicht da und es wird auch noch ein bisschen dauern. Deswegen habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, komm, kehrst du hier auf der Seite durch und fängst dann hier drüben an mit dem Zusammenbau. Ich muss auch sagen, ich konnte die Finger nicht wirklich stillhalten. Deswegen sind wir jetzt hier. Aber ich gehe mal stark davon aus, das juckt euch überhaupt nicht, ob wir das jetzt hier machen oder da machen. Hauptsache, das Projekt geht endlich voran. Ja, vor allen Dingen die, die ja schon als Abonnenten ein bisschen länger dabei sind und da jetzt auch schon wirklich lange drauf warten. An der Stelle auch ein großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen, die den Kanal abonniert haben. Und auch schon so lange so fleißig die Videos gucken. An die, die neu dazu gekommen sind oder schon länger gucken, aber trotzdem keine Abonnenten sind, ja, einfach runtergehen, den Kanal abonnieren. Ja, und wenn ihr Bock habt auf solche Projekte und solche Videos, dann liked die Videos, teilt sie, erzählt es euren Freunden. Ja, das kostet euch alles gar nichts, bringt aber hier den Kanal halt massiv voran. So, ihr habt es ja gerade schon gesehen, ich habe den Motor wieder in den Rahmen gepackt. Auch die Gabel montiert und das Ganze jetzt hier mal so einigermaßen stabil aufgebockt, damit ich hier die Palette unten rausziehen kann, um dann von unten dran zu kommen und dann auch den Auspuff montieren zu können und so weiter und so fort. Ja, das Ganze machen wir jetzt auch und ich würde auch sagen, wir gehen jetzt einfach ans Moped ran und ich lasse die Kamera mitlaufen und wir schauen mal, wie weit wir in diesem Video hier kommen. Bevor es jetzt mit dem Zusammenbau weitergeht, habe ich mal eine kleine Videoempfehlung für euch und zwar zum Thema Vergaser. Da gibt es hier auf YouTube einen Kanal, der nennt sich Vergaseronkel. Wie der Name schon sagt, beschäftigt er sich hauptsächlich damit und da gibt es eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er bei der Virago die Dinger komplett zerlegt und dann am Ende auch wieder zusammensetzt. Und ja, das Video verlinke ich euch auf jeden Fall hier oben da in dieser Infobox und packt es unten auch in die Beschreibung rein und so weiter. Ihr kennt euch da ja eh aus. Wenn sowas bei euch ansteht, dann schaut da unbedingt mal rein, weil das ist wirklich top erklärt. Und ja, wenn ihr dem Video folgt, dann kann da eigentlich auch absolut nichts schief gehen. Ich meine, immerhin hat es ja bei mir auch funktioniert. Gut, so viel dazu. Ich mache jetzt hier mal weiter und zwar werde ich ins Hinterrad die neuen Bremsbeläge reinpacken und dann schauen wir mal, dass wir den Bock wieder auf seine Reifen stellen können.